Wie wahrscheinlich viele von euch schon mitbekommen haben, beginnt bald Seven vs. Wild, zweite Staffel. Und jetzt vor kurzem ist ein Video viral gegangen, wo Fitz Meinecke sagt, dass es bei den Vorbereitungen schon den ersten Unfall gab. Und dieser Unfall soll schlimmer sein als der erste Unfall der ersten Staffel. Und in der ersten Staffel gab es ja einen Unfall, wo sich ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Dave war. Ich bin mir jetzt, es kann sein, dass es komplett falsch ist. Auf jeden Fall hat er sich ja da den Kopf angestoßen. Und dieser Unfall soll schlimmer gewesen sein als der Unfall in der ersten Staffel. Und jetzt machen sich natürlich viele Leute Gedanken, okay, könnte es sein, dass die zweite Staffel abgebrochen wird? Ich glaube persönlich eher nicht. Also ich glaube schon, dass die zweite Staffel kommen wird. Und jetzt fragt sich wahrscheinlich der ein oder andere, okay, wieso mache ich denn dieses Video? Ich muss sagen, ich bin saugehypt auf die zweite Staffel. Und ich habe gedacht, das ist halt ein ganz interessantes Thema. Aber dann würde ich mal sagen, schauen wir uns doch mal dieses Video an. Ja, Leute, ein Thema, ein unschönes Thema haben wir auch noch. Ich habe jetzt überlegt, ob ich das überhaupt in die Storys packe, aber ich mache es jetzt einfach. Ich nutze das jetzt ja als Ventil, weil tatsächlich beschäftigt mich das, seitdem ich das weiß. Aber gehört halt irgendwie dazu, leider. Das Rettungsteam und Orga-Team ist ja bereits vor Ort. Die ergreifen dann letzte Maßnahmen, checken Sachen aus, Rettungswege, dies, das. Es gab den ersten Einsatz. Es gab den ersten Einsatz unserer Rettungskräfte, obwohl es noch gar nicht losgeht. Und ich habe Bilder geschickt bekommen und ich musste mich erstmal hinsetzen und ein Glas Wasser trinken, weil ich dachte, das ist nicht euer Ernst. Ja. Ich will auch gar nicht mehr Details jetzt sagen und wer und warum und wie es genau passiert ist. Das packen wir dann irgendwann ins Making-of-Video. Von einem kleinen Zeckenbiss oder einem Splitter oder irgendeinem Kikifax-Kram, sondern ich sag mal so, das, was dort passiert ist, würde ich jetzt mal als Laie sagen, ist schon mal eine Nummer schlimmer als das Schlimmste aus Staffel 1. Ja. Ja, doch, ich denke, das passt. Die komplette Story. Nee, komm. Lassen wir's. Und auf jeden Fall werden wir jetzt auf jeden Fall laut Fitz Meinecke wahrscheinlich beim Making of genau der Infos dann wissen, was da passiert ist. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr neugierig, was da wie gesagt passiert ist. Es soll ja kein Biss von einem Tier sein, soweit ich jetzt, glaube ich, das aus seiner Aussage höre. Ich nehme an, dass sich da jemand so verletzt hat. Genauer weiß ich es natürlich nicht. Der das jetzt hier gepostet hat, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Also einmal Influencer-Clips. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like. Da würde mich sehr, sehr supporten. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Haut rein.